So, also, ja, das klappt ja richtig gut hier, ne? Aber so dieses Rauf- und Runterfahren, also, das ist ja schon noch ganz schön langweilig, ne? Irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich muss mich da erstmal noch dran gewöhnen, an die ganze Sache hier. Noch, also der Trecker macht Spaß, aber ist halt ganz schön eintönig, die ganze Sache. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal das Ganze hier am Rande hinstellen. Joa, also da bin ich ja jetzt mal ganz frei, ne? Ich stell den einfach mal hin hier, den Grubber. Koppel den mal ab hier. So, zack. Den wird schon keiner klauen hier. So, lassen wir mal hier so stehen. Zack. Ist er ab? Ja, sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Und jetzt gehen wir mal ein paar Aufgaben verteilen hier. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung brauche ich schon hier. Ne, den Rest hier können wir später fertig machen. Ja, das ist ja nicht mehr. Oh, shit. Sorry. Tut mir leid, ich bin neu. Kann passieren. Sorry. Ja. So, was mit dem Hof da los ist, ne? Das interessiert mich jetzt. Jetzt ist erstmal Schaulaufen hier im Case. Jetzt geht das los. Warte ab. Jetzt zeige ich denen erstmal, wer hier die dicksten Träger hat. Erstmal zum Händler. Erstmal zum Händler und ein paar Aufgaben verteilen. Ich habe übrigens, ja, also ich habe auf der Karte eben gerade gesehen. Dreschen ist auch noch angesagt. Ich habe gar keinen Drescher. Ich muss zum LU. Jetzt ist vorbei. Oh, hier ist ja doch was los. Alter Schwede, was ist hier denn los? Warte mal, jetzt muss ich mal einmal gucken fahren. Was ist denn hier los? Was ist das denn für eine Ansammlung hier? Das ist ja krass. Warte mal, ich stelle mich mal. Das ist ein komplett fremder Hof, ne? Das interessiert mich jetzt mal gerade gar nicht. So, wir stellen ihn mal hier ab. Und dann gucken wir mal, was der Händler. Ja, das ist doch der Händler, oder nicht? Ist das der Händler? Neue. Hallo, der Händler. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Ja, was machen Sie denn hier auf dem Hof? Ist das Ihr Hof? Nein, nein, das ist der vom anderen Besitzer. ja, ich muss ihm Ballen bringen. Er hat Strohballen bestellt. Ach so, also ist der Hof schon vergeben, ja? Ja, der Hof, der ist Ach vergeben. so, ich bin nämlich hier schon ein, zweimal vorbeigefahren und das sah so leer aus. Habe ich gedacht, Ja. naja, vielleicht gehört ihm ja gar keiner. Ja, der Aber. ist auch neu hier. Ach Der so. hat ihn von den Eltern geschenkt bekommen, Aha, für das okay. er auch noch etwas arbeitet oder so. Habe ich gerade richtig gehört, geschenkt bekommen? Ja, also ich will nichts Böses sagen, aber ja, so ist es. So ein Leben hätte ich auch mal gerne, du. Ja, Das wie sagen Sie es? Sie ist haben ja recht. Wahnsinn. Aber jetzt, wo ich Sie hier gerade sehe, Mensch, das Lohnunternehmen ist ja auch hier. Ja, die müssen da noch die Wiesen mähen. Wahnsinn. Aber wo ich Sie jetzt gerade sehe, ich hätte da ein paar Aufträge für Sie. Ja, schießen Sie los. Ja, ich brauche Saatgut, Kalk und Dünger. Ja. Wenn es geht in Big Bags. Ja, das Ja? ist kein Problem. Wissen Sie schon die Super. Menge? Also Saatgut würde ich, wenn es geht, erstmal so. Ich weiß nicht. Geben Sie mal von allem erstmal so um die 10.000 Liter. Okay, das kann ich machen. Das wäre okay. Würden Sie Ich das kann zum Hof einfach, ja. bringen oder? Ich werde das Ihnen auf den Hof stellen. Ja, das ist super. Also Sie können das, wenn Sie auf den Hof fahren, ist die rechte Seite komplett neu angebaut. Ja. Und da steht eine riesengroße leere Halle und da können Sie es einfach hinstellen erstmal. Das Das werde ich wäre machen. super. Und dann, wo ich jetzt gerade das Stroh sehe, ich würde auch eine Ladung Stroh und sogar Heu nehmen. Also, das wäre echt ganz nett. Wollen Sie denn auch Ballen haben oder Ich Quaderballen, würde Rundballen bevorzugen. Ist das der neue hier? Rundballen?
Ich muss schnell meinen Traktor abstellen, der ist zu laut. Und Ach wegen der so. Ökologie. Ja, ist okay. Hallo. Moin. Sie Schön, dass sind eben. höchstwahrscheinlich der Ich Neue, bin ne? der Eigentümer von Ja. diesem Gutshof, sozusagen. Aha. Sie sind also der den schönen Hof hier geschenkt gekriegt hat, ja? Geschenkt, ja, meine Eltern haben den gekauft und ich soll den Ja. bewirtschaften, Ach so. Betriebserweiterung sozusagen. Ah, wie Meine Eltern, lang? die haben schon einen großen Hof und Ja. ja. Aha. Wie lang sind Sie denn schon hier jetzt? Och, noch gar nicht so lange. Ach so, ja, weil ich bin hier schon ein, zwei Mal. Vorgestern oder so Aha, ja angereist gut, erst. das erklärt dann natürlich einiges. Nee, ich bin hier schon ein, zwei Mal lang gefahren und habe aber niemanden angetroffen hier. Ich habe gedacht, der Hof steht leer. Na, ja, ein bisschen unterwegs gewesen, ne? Ach so. Aha. Ja, schön, Sie mal kennengelernt zu haben. Sie heißen wie? Ich bin der Hendrik van der Vaart. Ah, Hendrik. Ah, okay, Hendrik. Ja, dann hoffe ich mal auf gute Zusammenarbeit. Ich habe den Hof da hinten, da ganz, ganz hinten am Ende. Ja, den habe Okay, ich ne, da auch. auf dem Ende war ich noch nicht Ach von der so. Gegend hier. Ja, okay. Ja. Vielleicht, wenn sie es mal anbietet, vielleicht können wir ja mal irgendwie, Ja, ja, ne, mal ein bisschen quatschen oder muss sowas. man mal gucken, ne? Zurzeit ist noch Ja. ein bisschen viel zu tun. Ja, ich muss auch erstmal reinfinden und erstmal, ja, ist halt alles neu, ne? Ja. Na Von gut. und Sie sind der? Hallo, ich habe gar nicht Ich jetzt bin gefragt. der Herr Meierkamp. Mein Bruder Meierkamp. hatte da hinten den Hof und der ist leider verstorben. Oh, Und mein Beileid. ja, danke. Also ist schon ein Jahr her, also alles gut, aber ja, und jetzt wurde mir der Hof vererbt sozusagen. Jetzt soll ich daraus wieder was Schönes machen. Okay. Ja. Ja. Also mal sehen. Ich bin zwar landwirtschaftlich so ein bisschen angehaucht, aber ja, so einiges muss ich mir dann doch wieder aneignen. Also ich muss mal Aha. gucken, wie das so funktioniert. Ja, gut. Mal sehen. Vielleicht Falls ich kann mal. man sich ja mal abends auf ein Bierchen oder so treffen. Ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, kann man sich mal so ein bisschen austauschen. Ja, Ne? gut. Ich muss Gut. auch erstmal weiter. Ich habe nämlich das LU da hinten noch beschäftigt. Ja, Da muss okay, ich noch einen Abfahrer hinstellen. ich wollte tatsächlich auch noch mal zum Händler. Ist das okay, dass ich hier einmal über den Hof gehe und. Ja, Ja. alles gut, alles gut, Ja, alles in Ordnung. okay, supi, alles Ne? klar. Solange sie nichts kaputt machen. Nein, nein, also ich, naja, ich gebe mir Mühe, ne, sagen wir mal so. Gut, dann erstmal, ja, viel Spaß und gutes Gelingen weiterhin, ne? Ja, gleichfalls, ne? Danke. Denn tschüssi. Tschüssi. Ja, der ist ja eigentlich ganz nett gewesen, ne? Der Herr, ja. Okay. So, ich wollte vom Händler noch. Wir waren eigentlich noch gar nicht fertig hier. Kann er mal aus seinem Träger da kommen? Der gute Mann. Händler. Ah, Ja, hallo? sehr vorbildlich. Waren wir schon durch? Nee, ne? Also, Nein, nein. ich hatte gesagt Stroh und Heuballen, ne? Genau, ja. Genau, also hätte ich ganz gern auch in Rundballenform, so wie der Kollege hier. Ja. Ne? Und, ja, können Sie dann auch einfach damit hinstellen, wo Sie die Big Bags hinstellen? Ja, das wäre, glaube ich, erstmal am besten. Also in der gleichen Halle, nebeneinander. Genau. Ich hab das unterteilt. Vielleicht bin ich ja dann auch gerade am Hof und dann kann ich Ihnen das ja einmal zeigen sonst. Ja, Ne? also ich wollte Ihnen noch sagen, Ja. Kalk, das braucht man eigentlich sehr viel und Ja. 10.000 Liter Kalk ist ein bisschen zu wenig. Ich würde Ihnen empfehlen, mehr zu nehmen. Also nicht wegen dem Geld, das ich verdiene, Ja. sondern einfach, dass Sie nicht zweimal bestellen müssen. Okay, was wäre denn Ihre Empfehlung? Also ich habe jetzt gerade schon ein Feld gegrubbert, da ist schon Kalk drauf gewesen. Ich weiß nicht, wer das war, aber da ist Kalk drauf. Wie viel Hektar hatten Sie zum Kalken? Das kann ich jetzt so grob gar nicht sagen, weil ich habe ja, ich habe drei Wiesen, also ich würde jetzt fast sagen, ja. Also das kann ich jetzt wirklich echt schwer sagen. Sonst
Rufe ich Sie wegen dem Kalk nochmal an? Ich kann dann nochmal die Hektaranzahl durchgeben und dann können wir ja sonst nochmal sprechen. Ja, so Ja, können wir das auch genau. machen. Aber so mit Saatgut und so, das passt, ne? Bestimmt. Das passt, das ist gut Ja, so. okay, gut. Dann würden wir das erstmal so lassen und wegen dem Rest würde ich mich dann nochmal bei Ihnen melden. Ja, Ja? sobald ich die Ballen abgeladen habe und die Maschinen hier kontrolliert habe, mache ich Mhm. mich gleich auf, um Ihnen Ja, das Zeug zu ist bringen. okay. Also es eilt jetzt nicht. Wenn das heute Abend oder morgen ist, dann ist das auch okay, ne? Also alles Ja, gut. ich schaue schon, dass es noch heute erledigt ist, weil morgen Ja. habe ich wieder andere Arbeiten. Ach so, okay. Ja, gut, okay. Wir können ja sonst irgendwann mal Rücksprache halten im Laufe des Tages. Auf jeden Fall. Okay, Und gut. wenn es Abend wird, könnten wir vielleicht noch ein Bier trinken und uns kennenlernen. Oh, das Angebot, das habe ich auch schon gekriegt, eben gerade. Aber ja, kann man mal echt gerne machen, dass man sich halt mal etwas, ja, etwas besser kennenlernt, ne? Ja, ich habe ja Ihren Bruder gekannt und jetzt ist Ja. er leider verstorben und ja, jetzt will ich Genau. euch kennenlernen. Ja, und man will ja auch gut zusammenarbeiten und dann kann man sich ja auch mal ein bisschen besser kennenlernen, ne? Genau, Vertrauen Ja, schaffen. genau, das können wir echt gerne machen. Gut, dann mache ich mich Dann, wieder auf die Arbeit. genau, und wir hören uns. Wir hören uns. Alles Einen schönen klar. Tag noch. Ja, Danke. gleichfalls. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Ja, sind doch alle ganz nett hier, ne? Also ich muss sagen, echt sympathisch, die Leute. Echt sympathisch. So, wir steigen mal wieder ein und gucken mal, ja. Zum LU wollte ich, ne? Aber die sind gerade weggefahren. Die sind gerade weggefahren. Warte mal, der Herr, wie hieß er nochmal? Henrik. Henrik hieß er, ne? Genau. Henrik van der Vaart. Wo ist er denn hingefahren? Das wäre jetzt mal. Oh Gott, ich komme hier gar nicht raus. Warte mal, der hat auch zwei Silos. Den Jungs, den wollte ich ja auch Aufgaben verteilen. Warte mal, sonst machen wir das so. Dass ich erstmal den Rest weitergrubber, also fertig grubber. Und dann, ja, suche ich mal die anderen Jungs. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo die jetzt hin sind. Und bevor ich hier das ganze Dorf abklapper. Nee, das muss nicht sein. Ich fahre jetzt einfach mal wieder zu meinem Feld. Genau, und dann gucken wir mal. Ja, ich sehe hier jetzt auch tatsächlich keinen. Ne. Die müssten nämlich bei mir auch noch ernten, habe ich gesehen. Da ist auch ein Feld, was abgeerntet werden müsste. Ja, wäre schon schön, wenn die das denn machen, die Jungs. Aber da gucken wir dann danach. Ich muss mir, glaube ich, angewöhnen, Step by Step. Landwirtschaft ist, glaube ich, ein System, wo du eins nach dem anderen in Ruhe abarbeiten musst. Ja, ich glaube, das werden wir uns jetzt mal so ein bisschen zu Herzen nehmen. Ich weiß, ich bin eher so der unruhigere Typ und will alles immer schnell und ja, Arbeiten, die ich nicht so mag. Naja, da bin ich halt nicht so für. So, wir gucken noch mal. Ja, aber wir fuchsen uns langsam ein, ne? Wir fuchsen uns ein. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass keiner was zum Case so wirklich gesagt hat. Oh gut, vielleicht imponieren wir ja dann irgendwann nachher das Lohnunternehmen. Obwohl der John Deere, den die da hatten, das war schon ein Schmuckstück, ne? Muss man ja mal wirklich sagen. Ja, ich werde dem LU mal anbieten, ob die noch eine Wiese brauchen. Genau, die könnten wir dann abgeben. Das machen wir dann höchstwahrscheinlich auch. Und ja, also der Händler ist mir wirklich echt sympathisch. Der macht so viel möglich. Der will ein Bier trinken und wie hieß der andere? Van der Vaart, ne? Hört sich an wie der Fußballer. Ja, naja, gut. Der hat einen Hof geschenkt gekriegt. Naja, gut. Ich meine, ja, wenn die Familie dahinter steht. Aber dann hat er gesagt, dass die Eltern auch einen Hof hatten oder sowas? Hat er jetzt, glaube ich, nicht gesagt, ne? Ich glaube, sowas hat er nicht erwähnt. Also das heißt, er müsste ja irgendwie dann schon aus der Landwirtschaft kommen, ne? Wenn er einen Hof geschenkt gekriegt hat. Weiß ich nicht, da muss ich ihn nochmal fragen. Er wollte ja auf ein Bierchen mal rumkommen oder ich zu ihm.
Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, und da muss ich ihn dann nochmal genau fragen. Aber der scheint auch sympathisch. Gut, ich habe überlegt, vielleicht den Hof noch aufzukaufen, dass ich dann zwei Höfe habe, aber naja, gut. Vielleicht kann man ja irgendwann fusionieren, ne? Dass man halt aus zwei Höfen einen macht. Aber gut, das ist alles rumgespinne. So, ihr hier haut mal ab hier. Ich brauche die Ackerfläche hier. Das ist nichts für euch. Geht mal weg, hier ist nichts drauf. So, sehr schön. Ja, gut. Ich habe zwar keine Lust mehr, aber ich muss das jetzt hier tatsächlich noch fertig machen. Das ist mir alles viel zu langwierig hier. Aber ich muss mich daran gewöhnen, das ist so. Tatsächlich muss ich mich daran gewöhnen. Was halt echt gut ist, ist der Wendekreis. Na gut, naja, dann werden wir mal noch die letzten Bahnen hier rauf und runter düsen und dann ja, schauen wir mal, ob wir das LU finden, ne?